Also auf die Toilette musste ich immer schon ziemlich oft. Also ich habe so diese typische Eichhörnchen- oder Konfirmandenblase. Kaum einen Kaffee getrunken, war es klar, ich renne alle 20 Minuten. Das hatte ich aber noch im Griff. Also dass sich meine Blase verändert hat, das weiß ich auch noch ganz genau, wann das passiert ist. Und zwar habe ich da gerade einen Roadtrip mit meiner Schwester durch die USA gemacht. Und wir waren in San Francisco und meine Schwester wollte ein Foto von mir machen. Und ich stehe und warte, dass sie abdrückt. Und auf einmal merke ich einen wahnsinnigen Pinkeldrang. Also dieser Druck, der war wirklich so, dass ich dachte, um Gottes Willen, was ist denn jetzt los? Habe ich noch nie empfunden. Es war wirklich so, als ob meine Blase zum Bersten voll wäre und ich den ganzen Tag nicht auf Toilette war. Ich habe mich dann instinktiv hingekniet und versucht, meinen Beckenboden so ein bisschen in die Ferse reinzudrücken. Das hat auch funktioniert, dass der erste Pinkeldruck so ein bisschen gemildert wurde. Dann bin ich ab auf die nächste Toilette, dachte, jetzt kommt direkt ein wasserfallartiger Megaschwall raus, weil meine Blase ja so voll ist. War aber nicht so. Es kam wirklich ein kleines Rinnsal raus und meine Blase war nicht mal ansatzweise irgendwie gefüllt. Und ich dachte mir so, um Gottes Willen und dafür der ganze Stress, was ist hier los? Ja, und es war dann wirklich ab dem Zeitpunkt so, dass das im 20-Minuten-Takt so ging, bis eben dieser wahnsinnige Drang von 0 auf 100 da war und ich, wenn ich nicht sofort eine Toilette erreicht hätte, mir in die Hose machen würde. Das war die Geburtsstunde meiner Reizblase. Also den Auslöser für die Reizblase, den kennt keiner leider, also ich nicht, die Ärztinnen leider auch nicht. Also es ist weder so, dass ich davor viele Entzündungen irgendwie hatte, die ich verschleppt haben könnte. Ich hatte keine Verletzungen irgendwie, keine Unfälle. Und auch psychisch, also weil die Reizblase ja ganz oft psychosomatisch ist, ist es nicht so, dass es gab jetzt kein Erlebnis, kein spezifisches Erlebnis, was darauf schließen könnte. Leider. Also ich bin immer noch auf der Suche, was es sein könnte.